gehen in die Debatte ein. Und zu Wort gemeldet hat sich als erstes Herr Magister Michael Ramel. Ich erteile dir das Wort. Sehr geehrter Herr Präsident, Herr Bundesminister, geschätzte Damen und Herren im Kollegium, meine sehr geehrten Damen und Herren zu Hause auf ORF3, schön, dass Sie wieder heute bei der Länderkammer mit dabei sind. Meine sehr geehrten Damen und Herren, gleich in der Einleitung dieses Berichtes rühmt sich die Europäische Kommission damit, dass man künftig gerade im Jahr 2016 auf Qualität statt Quantität setzen möchte. Man rühmt sich damit, dass man heuer, unter Anführungszeichen, nur 23 Initiativen ins Leben rufen möchte. Wenn ich mir den Bericht ansehe, und das ist jetzt wirklich vorwiegend, Herr Minister, wirklich keine Kritik an Ihnen oder am Ministerium, sondern an den Unionsorganen, dann finde ich von Qualität hier sehr, sehr wenig. Denn die Ausführungen, die uns im Bericht vorgelegt werden, die sind äußerst vage. Da kann man alles hineininterpretieren oder auch nichts. Und es ist sehr schwierig, hier etwas klar herauszulesen. Es ist auch interessant, wie das Justizministerium gewisse Initiativen einschätzt. Es ist eben eine Bewertung dabei. Da wird teilweise ganz freundlich dazu geschrieben, Österreich sieht der Initiative mit Interesse entgegen oder sehr, sehr oft steht einfach dabei, ein Vorschlag bleibt abzuwarten. Und es ist hier schon so, dass mich das erinnert an so viel, dass wir in der Europäischen Union leider leben müssen, dass Beamte Papiere, seitenlange Papiere, Stellungnahmen, Gutachten verfassen, die am Ende des Tages nichts aussagen und auch nichts wert sind. Dass hier nur Allgemeinposten vermittelt werden, wie wir das auch jetzt in der Flüchtlingskrise leider erleben müssen, wo es keine europäische Solidarität gibt, wo aber alle große und sehr blumige Worte finden und dann, wenn es darum geht, wirklich anzupacken, wirklich Lösungen anzubieten, dann ist die EU offensichtlich machtlos. Das insgesamt von unserer Seite dazu. Inhaltlich zum Teil des Strafrechts halte ich für die freiheitliche Fraktion fest, dass wir eine Angleichung des materiellen Strafrechts, nämlich quer über alle souveränen Staaten, sehr, sehr kritisch sehen. Und ich muss schon sagen, ich vertraue viel, viel lieber und viel eher in unser eigenes österreichisches Rechtssystem, als dass ich eine gesamte Runternivellierung auf europäischer Ebene in Kauf nehmen möchte. Einen Punkt aus dem Bericht, den wir klar ablehnen, ist die Einführung einer europäischen Staatsanwaltschaft. Wir sehen das daher kritisch, weil es hier darum auch gehen soll, dass die europäische Staatsanwaltschaft eine Anklage anstatt der nationalen Staatsanwaltschaften erheben soll. Und wenn man sich die Begründung hierfür ansieht, warum diese europäische Staatsanwaltschaft notwendig sein soll, dann liest man, dass es hier vor allem um Delikte geht, um Betrugsdelikte zum Nachteil der EU und dass die Kritik scheinbar hier daran liegt, dass den nationalen Justizbehörden unzureichend tätig sind. Meine sehr geehrten Damen und Herren, da wäre es aber schon sinnvoller, wenn ich die nationalen Justizbehörden hier stärker in die Pflicht nehme, anstatt dass ich unsere nationalen Rechte an die EU teilweise und so schrittweise immer mehr abtrete. Bei aller Kritik aber einen Punkt, den wir durchaus positiv sehen, aber auch hier können wir nur abwarten, kann man nicht sagen, wie es wirklich ausgehen wird. Ein positiver Punkt zur Abwechslung ist die geplante Einführung eines Strafregister-Informationssystems, wo es darum geht, verurteilte Drittstaatsangehörige auf europäischer Ebene gesamt zu erfassen. Das wäre natürlich ein richtiger Schritt, aber wir wissen nicht, wie das Ganze weitergeht. Zum Teil des Zivilrechts ist die Argumentation von meiner Seite im Grunde genommen gleich. Es gibt auch hier sehr, sehr wenige konkrete Vorschläge, es bestehen sehr viele Unklarheiten und es besteht auch oft gar kein Bedarf europäischer Regelungen. Das ist auch in gewissen Punkten Meinung des Justizministeriums, wenn man den Bericht liest. Einen Punkt, der aus meiner Sicht, wenn ich sage das ganz klar, völlig sinnbefreit ist aus dem Zivilrecht, dass man plant, eine GmbH, eine europäische GmbH zu
eine Gründung zuzulassen mit einem einzigen Euro Stammkapital. Quasi nicht eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung, sondern eine Gesellschaft ohne Haftung. Und hier sagt Gott sei Dank auch unser Justizministerium dazu, dass hier die Gefahr durchaus besteht, dass auf europäischer Ebene unseriöse Firmengründungen damit sozusagen unterstützt werden würden. Wir können daher diesem Bericht keine Generalvollmacht erteilen und werden dem Bericht dieser Form nicht zustimmen. Vielen Dank. Die Ausführungen im Bericht seien sehr vage, sagt Michael Rammel von der FPÖ Oberösterreich. Es sei sehr schwierig, etwas aus dem Bericht herauszulesen.